Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin den beiden Vorrednerinnen sehr dankbar, dass sie die grundlegenden Mechanismen wie Rundfunkfinanzierung bei uns finanziert bereits hinreichend ausgeführt haben. Das gibt mir die Gelegenheit, ein paar grundsätzlichere Bemerkungen zu machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in unserem Land ist Teil unserer deutschen Demokratie. Er gehört zu den großen Errungenschaften unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und gerade in den heutigen Zeiten erweist sich das als stabilisierend für die parlamentarische Demokratie, für die demokratische Kultur in diesem Land, in Zeiten, in denen Zeitungen leider wegsterben, wo man eigentlich, wie einer meiner Vorgänger mal gesagt hat, auch darüber nachdenken muss, ob wir nicht auch öffentlich-rechtlich finanzierte Zeitungen bräuchten. In einer Zeit, in der Fake News sich breit machen und in einer Zeit, in der es immer weniger Vielfalt, gerade bei den Privaten, gibt, ist es wohltuend zu wissen, dass wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade eben einen Rundfunk haben, der für unabhängige Berichterstattung, für gute Recherche und für kritischen Journalismus steht. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in unserem Land ist ein Garant für alles dies. Und allein deswegen ist völlig klar, dass der Antrag in diesem Hause heute und auch in Zukunft niemals eine Mehrheit finden wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Geschichte Deutschlands hat viel damit zu tun. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte es gerade dazu, Lehren daraus zu ziehen, wie ein demokratisches Gemeinwesen in unserem Land wieder aufgebaut werden kann. Und dazu gehört, und damit ist die Frage schon beantwortet, die Staatsferne auch in der Finanzierung. Und stellen Sie sich doch einfach vor, allein durch Steuereinnahmen müsste ein Rundfunksystem bei uns in diesem Land finanziert werden. Es wäre ja der ständige Zugriff tagtäglich durch den Staat auf die Medien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist gut, dass das in unserem Land nicht der Fall ist. Und auch das Gegenmodell trägt nicht, denn auch das ist eine Lehre. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk muss auch von Quotenerwägungen zumindest mal nur nicht, darf von Quotenerwägungen nicht vollgetrieben sein. Natürlich hilft es nichts, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht gesehen wird. Aber es muss eben möglich sein, dass auch jenseits des ständigen Blicks auf die Quote, wie das eben bei privaten Medienkonzernen der Fall ist, die sich rein kommerziell finanzieren, die sich rein privat finanzieren, das würde eben gerade nicht einem kritischen Journalismus das Wort reden. Und wir können das leider beobachten in einigen Ländern dieser Welt. Dort, wo die Wirtschaft, wo einzelne Interessen das Sagen haben, wird es auch keinen kritischen, unabhängigen Journalismus mehr finden. Deswegen bin ich froh und glücklich darüber, dass wir hier ein gut finanziertes, öffentlich-rechtliches System in unserem Land haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dieses System ist nicht nur essentieller Bestandteil unserer Demokratie, es darf auch nie wieder vom Staat oder den Interessen einzelner Kräfte für deren Zwecke instrumentalisiert werden. Das saarländische Mediengesetz ist deswegen festgeschrieben und das findet sich in ähnlichen Formulierungen in allen anderen Mediengesetzen der Bundesrepublik, der anderen Bundesländer ebenfalls. Es ist dort festgeschrieben, dass die Rundfunkprogramme, ich zitiere, zu einer umfassenden Information und freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildung beitragen, meine sehr verehrten Damen. Gerade aufgrund ihrer staatlichen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit bilden die Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ja eben die gesamte Bandbreite des Meinungsspektrums dieses Landes ab. Eine Diskriminierung bestimmter Personengruppen, wie es eben im Dritten Reich der Fall war, ist durch die Unabhängigkeit der Öffentlich-Rechtlichen ausgeschlossen und auch durch die kritischen Gremien in Rundfunkrat, Verwaltungsrat und anderen Dingen, die das eben begleiten. Wir haben ja auch einen durchaus öffentlich kontrollierten Rundfunk. Gerade deswegen müssen wir sicherstellen, dass es diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk weitergibt für eine freie, unabhängige Meinungsbildung. Und dazu gehört selbstverständlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch eine auskömmliche Finanzierung, die von allen getragen wird. Und das ist eben das Konstitutive. Es ist eben nicht die Frage, ob ich ein Brötchen bestellen will, sondern es ist die grundlegende Frage, ob wir die öffentlich-rechtlichen Anstalten so ausstatten, dass sie ständig in der Lage sind, ihren Beitrag zum Erhalt und zur Transparenz in unserer Demokratie zu erhalten. Und das kann ich eben nur als Gemeinschaftsaufgabe lösen. Und deswegen ist das richtig, dass wir diese Beiträge von allen Haushalten erheben. Anders kann das überhaupt gar nicht sein. Und auch darüber haben wir sicherlich großes Einvernehmen.
als Instrumente des öffentlichen Dienstes, frei von Herrschaft irgendeiner besonders interessierten Gruppe, so steht es auch in unserem Mediengesetz, dienen die Anstalten des öffentlichen Rechts unseren Bürgerinnen und Bürgern als unabhängige Informationsquellen. Kommerziell betriebene Systeme, wie beispielsweise in den USA, haben in der letzten Präsidentschaftswahl beispielsweise gezeigt, wo das hinführt, dass Desinformationskampagnen und Fake News die Voraussetzungen für ein demokratiegefährdendes System schaffen. Und ja, wir müssen an dieser Stelle, nicht nur weil es von dieser Fraktion kommt, auch nochmal in die deutsche Geschichte zurückblicken. Die Beeinflussung, nämlich bis zu einem Sturz der Demokratie, ist vor allem dann möglich, wenn es keine vom Staat und von der Wirtschaft unabhängige journalistische Instanz gibt. Denn unser öffentlich-rechtliches Rundfunksystem dient auch der Kontrolle des Staates und sie dient der Kontrolle der Mächtigen in Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Staat ohne unabhängige journalistische Instanz kann auf Dauer nicht als demokratisches System überleben. Am 4. Oktober 1933, liebe Kolleginnen und Kollegen, verabschiedeten die Nazis das sogenannte Schriftleitergesetz. Sie entmachteten die Verleger und machten den Redakteur zum Knecht des Parteiwillens der NSDAP. Dieses Gesetz verlieh dem Schriftleiter, heute würde man Redakteur sagen, eine grundsätzlich neue Stellung. Ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, und schweren Herzens Josef Goebbels in diesem Zusammenhang, der gesagt hat, er, der Schriftleiter, wird nicht mehr lediglich als Angestellter des Verlegers aufgefasst, sondern als selbstständiger Träger einer erziehungspolitischen Aufgabe der Nation. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen, wohin das alles geführt hat. Aber die Außerkraftsetzung der Presse begann schon vorher. Es begann beispielsweise mit der Notverordnung zum Schutz des deutschen Volkes und der Reichstagsbrandverordnung, beide im Februar 1933 erlassen. Damals setzte die NSDAP die Pressefreiheit in Deutschland außer Kraft. Journalisten wurden verhaftet, Redaktionsräume verwüstet. Insgesamt betraf das Verbot 200 SPD und 35 KPD-Zeitungen. Andere Blätter verschwanden zumindest zeitweise. Nicht unabhängige vierte Gewalt, sondern Propagandist, Volkserzieher und Sprachrohr der Nazis sollten die Journalisten sein. Sie sollten für Gleichklang zwischen Regierung und Volk sorgen, die Menschen bearbeiten, bis sie uns, so ein weiteres Zitat, bis sie uns verfallen sind, wie Goebbels es formulierte. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, begonnen hatte auch das schleichend mit einer Verächtlichungmachung des Parteisystems, mit einer Verächtlichungmachung auch des unabhängigen Journalismus in Deutschland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Sätze, die man heute in diesem Zusammenhang von der Rechten dieses Hauses hörte, erinnern in fataler Weise genau an diese Sprache von damals. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns heute ein deutliches Zeichen setzen, dass wir dieses nie wieder mitmachen werden. Aber ich bin auch sicher, es gibt einen entscheidenden Unterschied. Und der entscheidende Unterschied ist, dieses Mal gibt es in Deutschland genug Demokratinnen und Demokraten, die das durchschauen. Heute sorgt der unabhängige Rundfunk mit seiner Aufgabe als Kontrolle des Staates dafür, dass nicht nur die Meinung der Mehrheit abgebildet wird, sondern eben auch der Schutz der Minderheiten dadurch erfolgt, dass auch deren Meinungen zum Tragen kommen. Dass speziell der saarländische Rundfunk hier für das Saarland die verschiedenen Meinungen repräsentiert, ist im Übrigen auch im saarländischen Mediengesetz festgeschrieben. Ich zitiere erneut. Jede Veranstalterin und jeder Veranstalter eines deutschsprachigen Vollprogramms oder eines in besonderer Weise meinungsbildenden deutschsprachigen Spartenprogramms hat zu gewährleisten, dass im Programm die Vielfalt der Meinungen im Wesentlichen zum Ausdruck kommt. Sie oder er hat sicherzustellen, dass die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen angemessen zu Wort kommen. Das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nicht nur Grundpfeiler unserer Demokratie, es ist auch Identitäts- und Kulturträger. Dass das Saarland als kleines Bundesland in Deutschland über einen eigenen, unabhängigen Sender verfügt, ist wesentlich für eine Berichterstattung über saarländische Politik und saarländische Gesellschaft, die die verschiedenen Seiten eines heterogenen und vielfältigen Saarlandes darstellt. Und ich glaube, das können wir sagen, der saarländische Rundfunk steht damit auch wie einige andere essentiell auch für die Eigenständigkeit unseres Landes. Wichtige, kritische, gute Berichterstattung über Landespolitik ist Grundvoraussetzung, damit die Saarländerinnen und Saarländer
sich politisch informieren können, ihre Wahlentscheidungen treffen können. Und es ist gut, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, dass es dem Intendanten des Saarländischen Rundfunks gelungen ist, den ARD-Finanzausgleich so weiterzuentwickeln, dass wir den Saarländischen Rundfunk auch in Zukunft stabilisieren können. An dieser Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön an den Intendanten des Saarländischen Rundfunks. Und ich sage auch ganz klar, diejenigen, die heute einer Gebühr, einer Beitragserhöhung widersprechen wollen, die legen in Wahrheit die Axt an den Fortbestand des Saarländischen Rundfunks. Und dafür wird es in diesem Hause niemals eine Mehrheit geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will auch mal zu den Zahlen noch was sagen. Wir haben zurzeit einen Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich damals nicht unbedingt dafür war, dass es diese Senkung gegeben hat. Und wir reden jetzt über eine Erhöhung um 86 Cent auf 18,36 Euro. Das sind 5 Cent pro Einwohner in Deutschland am Tag. 5 Cent für alle ARD-Anstalten, das ZDF, Deutschlandfunk mit allen seinen Sparten, Dreisat, Arte, Phoenix, Kika und 74 öffentlich-rechtlichen Radiosendern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn dann von den Privaten gesprochen wird, gleichzeitig haben wir 262 private Radioanbieter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt will ich mal zu den Zahlen kommen. 18,36 Euro im Monat gegenüber einem Mini-Angebot, ich habe mir das mal angeschaut, von beispielsweise einem privaten Anbieter, der nur die Bundesliga monatlich überträgt, für 19,99 Euro. Das ist das Mindestangebot. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe eben gesagt, was die Breite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks demgegenüber darstellt. Und das Komplettpaket bei diesem Anbieter kostet 39,99 Euro. Und das ist das Billig-Einsteig-Angebot. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sollte es uns in jedem Fall wert sein, 18,36 Euro im Monat für eine unabhängige, kritische, staatsferne und auch von wirtschaftlichen Interessen großer und mächtiger unabhängiger Berichterstattung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dazu gehört auch, dass eben der Saarländische Rundfunk und die anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland eine Entwicklungsgarantie weiterhaben. Dazu gehört eben auch, dass sie sich weiterentwickeln können. Und gerade in einer Zeit, in der Fake News vor allem online ja auch schnelle Verbreitung finden, ist es von erheblicher Relevanz, dass wir nicht nur Hörfunk und Fernsehen im Blick haben, dass der Saarländische Rundfunk und die anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten sich eben auch im Online-Bereich gut aufstellen für die Zukunft. Denn wir werden in Zukunft gar nicht mehr unterscheiden können zwischen linearen Angeboten und Online-Angeboten. Und ich glaube, auch da sind die öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland auf einem guten Weg. Ich erinnere mich noch gut an die Zeiten, als darüber zum ersten Mal diskutiert wird, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich da überhaupt tummeln soll. Ich glaube, wir wissen heute alle, wenn er sich dort nicht ebenfalls mit wichtigen und guten Qualitäten abbilden würde, dann würde er dauerhaft verschwinden. Und deswegen ist es auch richtig und notwendig, dass die Entwicklungsgarantie auch für den Online-Bereich gilt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dafür gibt es sicherlich auch die große Unterstützung dieses Hauses. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Forderung, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie es heißt, auf ein notwendiges Maß zu reduzieren, im Saarland ausgerechnet zu sagen, kann nur davon jemand sagen, der überhaupt nicht weiß, welche Sparanstrengungen gerade der Saarländische Rundfunk in den letzten Jahren und Jahrzehnten übernommen hat. Es ist eine Verhöhnung der Arbeit der Journalistinnen und Journalisten, die da oben sitzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich sage ganz eindeutig, wer hier zündelt, setzt sich dem Vorwurf aus, den ersten Schritt zu einer weiteren Schwächung demokratischer Strukturen in unserem Land anzetteln zu wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das wird mit dem Saarländischen Landtag nicht zu machen sein. Ich danke Ihnen nicht nur für die Aufmerksamkeit, sondern auch für die Ablehnung dieses unsäglichen Antrages.